Hallo Leute, ja, wir stehen hier irgendwo am Rande eines Sumpfes oder was es auch immer ist. Haben bis jetzt noch nichts gefunden. Der Drütas LP und eine Nummer war da auch noch hinter. Der hat noch geschrieben, ich könnte ja auf jeden Fall die Schmiede abreißen und dann kann ich den Kohlemeiler bauen und komme so auch zu dem Ganzen, ne? Ist allerdings halt immer dieses Hin- und Herbauerei dann. Aber so käme ich auch erstmal voran, bevor ich hier irgendwo eine Grabkammer entdecke, ne? Das ist jetzt gerade so ein bisschen, so ein klein bisschen ein Problem. Aber naja, vielleicht finden wir ja noch was. Momentan ist es nur ziemlich duster, aber ich glaube, es wird schon wieder heller. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht vertue ich mich auch. Ja, bestimmt. Da ist der Mond. Doch, könnte sein, dass ich mich auch vertue. Jetzt ist nur die Frage, wo geht's weiter, ne? Also da hinten. Also hier geht es in Sumpfflächen, aber da hinten ist noch Land. Wir müssten also rundrum gehen können. Na, hier ist nur irgendwie was zum Kaputtkloppen. Was ist das für eine Hütte? Bisschen schwer. Wir machen mal gerade das Logo und dann noch ein Vollbild, ne? Achso, da waren wir doch letztes Mal dran. Das ist ja das Häuschen ohne Kiste. Gehen wir mal hier noch ein Stück weiter und gucken, ob wir da noch irgendwas finden. Aber okay, da ist irgendwie so ein Grauzwerg. Aber der ist jetzt auch schon Vergangenheit. Na komm, wenn wir schon hier sind, dann sammeln wir es auch auf, ne? So, wir sind in dieser Richtung unterwegs, können hier aber jetzt gerade nichts entdecken, oder? Hier ist Küste. Gehen wir mal gerade durchs Wasser. Hier liegt ein Baumstamm. Das bringt uns alle nicht so wirklich weiter, oder? Aber da hinten gibt es Land. Okay, aber da kann man auch von der Seite rum. Da sieht so aus, als ob da irgendwas ist, oder? Wenn es nicht so dunkel wäre, ne? Müssen wir doch wieder durchs Wasser hier. Nicht so schön, dass wir nass sind, ne? Was war das? Ein Ast. Ja, nicht wirklich was, da sind einfach nur Pflanzen, oder? Steinformation hier, oder? Noch nicht mal. Ganz einfacher Stein war das sogar nur. Hier sind einfach ein paar kleine Pflanzen, Bäume. Irgendwo hat einer sich gemeldet. Hier ist irgendwie ein Altar. Und hier gibt es auch was zu lesen. Ort der Karte hinzugefügt. Jage seine Nachkommen. Mehr steht da nicht, ne? Runenstein lesen. Ja, jage seine Nachkommen. Keine Ahnung, was das mir sagen soll. Aber das ist jetzt nicht da, wo wir was hingehangen haben. Das ist schon eine andere Stelle. Mythischer Altar. Ja, kann ich den da nochmal rufen oder was? Aber will ich gar nicht. Ich möchte jetzt erst Kerne haben. Dafür brauchen wir mal eine Grabkammer. Da unten ist auch noch einer rumlaufen. Haben wir wieder ein bisschen Harz gekriegt. Da ist der Hirsch. Ich bin nass. Ja, weiß ich, brauchte mir nicht sagen. Finde ich alleine raus, dass ich nass bin. Das sieht doch noch was aus, oder? Hier ist auf jeden Fall ein Häuschen. Ist hier noch Skelett? Hört er sich gerade so an, oder?
wenn es nicht so dunkel wäre, ne? Skelett da hinten vielleicht? Könnte auch sein, ne? Da sind auf jeden Fall Augen. No risk, no fun, oder wie war das? Da ist wieder einer. Hat mir jetzt nichts gebracht, ne? Jetzt wird doch mal langsam heller hier. Und dieses Häuschen bringt mir, glaube ich, auch nichts, oder? Ist nur verfallen, ich höre auch nichts summen, dass Bienen wenigstens drin wären. Ich hoffe, die summen auch nachts. Da ist noch so ein Häuschen, aber ich glaube, das bringt mir auch nicht viel. Jetzt könnte es langsam mal hell werden, ne? Es sieht ja schon so aus, dass es hell wird. Komme ich da hin? Ja, eigentlich schon, ne? Gucken wir uns das doch dann mal gerade an, oder? Oh, hier sind die Bienen. Ich höre sie. Und wie kriege ich die? Das ist die Frage. Jetzt fängt Tag 36 an. Das ist schon mal schön. Jetzt kommt die Flut, oder was? Ich weiß nicht, wo der Korb hängt. Ich sehe ihn leider nicht. Aber ich mache das Häuschen von unten kaputt, dann bricht es vielleicht von selber zusammen. Und ich könnte was zu essen vertragen. Dann machen wir das auch erstmal. Ein Pilz geht. Der Rest geht auch noch. Hört sich so an, als ob der hier oben ist. Da zerfällt es jetzt von allein und ich hoffe, dann haben wir die Chance, dass das Bienenhaus gleich uns gehört, ohne dass wir verletzt werden. Ich höre nichts mehr. Okay. Alles nehmen. Truhe ist leer. Honig. Ich hab's. Glaube ich. Und die Sonne kommt. So, nochmal schnell ins Inventar geguckt. Tja, ich habe den Honig, aber mehr auch nicht. Aber leider nicht die Bienen. Da habe ich was falsch gemacht, oder? Sieht wohl so aus. Das ging dann wohl so nicht, oder? Gut, dann schauen wir mal weiter. Hier ist jetzt nichts mehr. Das heißt, ich kann da zurücklaufen. Ist noch ein Hochstand. Ich sehe aber nichts. Und ein Wildschwein läuft da rum. Und da ist noch so ein Neck, den will ich auch gerade nicht begegnen. Der ist jetzt nicht so mein Favorit. Das Wildschwein, das wäre schon besser.
vorne ist ein Vogel, ja, okay. Hier gibt es auch Bienen. Wie kriege ich die? Ich glaube, die haben mich jetzt gekriegt. Vielleicht habe ich eine Chance, das so abzuschießen. Kriege ich da jetzt was von? Nur den Honig. Bräuchte der da eine Bienenkönigin oder sowas? Aber wie ich die kriege, weiß ich noch nicht. Das ist mein Problem jetzt. Da liegt Fleisch und das kann ich nicht mehr hochheben, okay. Vom Wildschwein, ne? Auch cool. Skelettüberreste. Ich glaube, die habe ich genommen. Oh, hier ist so ein Düsterwald. Dann gibt es da auch ein Dingens. Hier gibt es bestimmt eine Grabkammer. Da bin ich von überzeugt. Wir sind ziemlich weit weg von zu Hause. Das ist das nächste, was wir haben. Und das größte Problem, was ich noch ein bisschen sehe, ist, dass wir viel zu viele Sachen wahrscheinlich dabei haben, ne? Ja. Oh, ich habe eine Bienenkönigin. Wir gehen nach Hause. Das ist wichtig. Ich habe gedacht, ich hätte keine. Warte, hier war irgendwo einer am Rufen, der wollte einer vor 12 haben, oder? Nee, doch nicht. Aber wir wissen jetzt, wo es ist. Und dann werden wir hier weiter rein. Aber jetzt müssen wir erstmal nach Hause. Und die Bienenkönigin müssen wir retten. Kriegen wir, oder? Du könntest was zu essen vertragen. Schon wieder? Ich habe doch gerade eben erst was gegessen. Achso, den Pilz und der Rest nicht. Gut. Dann. Ja, gut, kriegst du noch einen mit. Ja, das ist vielleicht die falsche Waffe für ihn, ja. In die Richtung müssen wir nach da oben mehr. Obwohl, wir können ja ein bisschen neues Land entdecken, indem wir ein klein bisschen südlicher gehen. Links ein Hirsch, rechts ein Hirsch. Ach nee, machen wir jetzt nicht. Ah, da ist schon. Okay, hier ist wieder ein Stein, wo man bestimmt was drauf lesen kann, oder? Viele sind vor der Weg. Das ist nur eine Behausung. Okay, das war jetzt nichts Schlimmes. Das mit dem Gehörnten sind wir schon durch, oder? So, hier ist noch ein bisschen was am Wabern. Da ist eine Lichtung. Können wir mal gerade noch so rumgehen ein bisschen. Das Häuschen da hinten haben wir aber schon gesehen, glaube ich. Ich glaube, die können wir schon nicht mehr sammeln, oder? Ne. Dann lasse liegen. Jetzt sind wir hier. Alles entdeckt. Hier oben ist noch eine kleine Stelle, die ich noch nicht entdeckt habe hier im Wald. Aber. Hier ist auch nichts. Warte, da oben ist noch mehr im Wald zu sehen. Ach, guck mal da, direkt. Ist das nicht niedlich? Ja, jetzt auch egal. Hier ist noch ein Häuschen, da sind bestimmt Pilze drin. Bringt mir aber auch wieder nichts, weil ich schon voll geladen bin, ne? Das bringt mir also nichts. Also wir entdecken jetzt hier noch die Welt so ein bisschen und ich laufe dann zurück. Aber am Ende müssen wir direkt gehen, oder? Ja, nützt nichts. Ich muss diese Richtung, glaube, um nach Hause zu kommen. Hoffe ich. Schauen wir mal, ne? Also vielleicht können wir auch mal eine Karte gucken, ne? Dann sehen wir das ja auch. Ja, unser Bett ist in die richtige Richtung. Da sind wir schon hier richtig unterwegs. Ja, dann laufen wir mal schneller. Ah, ein Freund.
War noch einer oder hat der geschrien? Ne, ich glaube, der hat geschrien. Ah, Pilze. Nein, wir laufen weiter. Pilze bleiben jetzt Pilze. So, wieder außer Atem. Ausdauer weg. Jetzt wieder ein bisschen schneller laufen. So. Ausdauer weg. Da unten muss schon irgendwo unser Zuhause sein. Ah, hier ist die Opferstätte. Und da unten sind wir zu Hause. Passt. Ja, jetzt mal nicht so geträumt. Habe ich aufgehoben? Ja. Fleisch noch nicht vielleicht. Aber das brauchen wir jetzt auch nicht. Gut, Haus ist noch nicht abgefackelt worden. Dann sind wir erstmal da und in der nächsten Folge kümmern wir uns um die Bienen, was wir da machen müssen. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, aber ist ja auch erstmal egal. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.